bin Silvia und ich bin 1,92. Ja, ich bin der Winnie und ich bin 1,69. Und ich bin deine Frau. Tatsächlich? Ja. Meine Güte, was sehen wir gut aus. Silvia und Winnie haben sich vor 17 Jahren auf einer Party kennengelernt. Silvia hat Winnie am Anfang schlicht übersehen. Ja, und irgendwann am Abend, da stand der Kleine neben mir. Und im Laufe des Abends habe ich zu ihm gesagt, hör mal, das geht doch gar nicht. Du bist ja einen ganzen Kopf kleiner wie ich und was soll das denn? Dann habe ich das aber erstmal ignoriert. Das war ja jetzt nicht den Mann, den ich suchte. Etwas klein, blond, ich wollte ja was Dunkles haben. Winnie hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Ihm gefiel Silvia so gut, dass er sie näher kennenlernen wollte. Hat mir unheimlich imponiert, geht er einfach so ein paar Meter weiter weg, holt sich eine Schützenfestbank, stellt sich da drauf und sagt, so, jetzt kannst du mal was sagen, jetzt bin ich größer wie du, jetzt können wir uns auch angestrengt unterhalten. Ja, und das haben wir natürlich dann auch gemacht. Da haben wir Mörderspaß gehabt, da war so cool drauf. Ja, das war natürlich, da hat er Eindruck hinterlassen. Jetzt hat sie ja von vornherein klar gesagt, ich finde dich nett, aber alles andere geht gar nicht, weil du bist ja zu klein. Ja, das hat sie so natürlich nicht gesagt. Aber ich meine, das war mir natürlich auch schon klar. Wenn es ein Problem gibt, dann eigentlich nur das Äußerliche. Weil, sagen wir so, vom reinen Verständnis her, war das eigentlich schon fast klar. Aber dann wäre ich auch zu langweilig gewesen. Die beiden haben zwei Kinder. Nicht mehr lange, dann ist Winnie der Kleinste in der Familie. Die Kinder merken, dass ihre Eltern auffallen. Nicola fragt mich oft, Mama, warum reden die darüber? Das ist doch normal. Der Papa ist halt nicht größer. Also für die Kinder ist das vollkommen normal. Die kennen es ja auch nicht anders. Ne, aber für andere ist es schon unnormal. Die sagen oft, ja, deine Mama ist aber groß, dein Papa ist aber klein. Also da werden die Kinder auch schon drauf angesprochen. Ärgert dich das denn manchmal? Also wenn die Leute dann so ganz bescheuert einen angucken, dann schon. Aber meistens gucken die ja nur so ganz unauffällig. Da merkt man das auch kaum. Hast du schon mal irgendwann was gesagt, weil es dich wirklich so genervt hat? Nein. Nee, das mache ich nicht. Silvia und Winnie wollen kein Aufsehen erregen. Deshalb gehen sie in der Öffentlichkeit nie Hand in Hand. Die Blicke der anderen. Das war auch der Grund, warum Silvia so lange gezögert hat. Aber Winnie hat nicht locker gelassen und verbal gepunktet. Ich war so erstaunt, überhaupt mit einem Mann mich so gut zu unterhalten, dass es habe ich also vorher in meinem Bekanntenkreis nicht gehabt. Und das fand ich so toll. Also wir haben stundenlang über Dinge geredet und richtig toll uns unterhalten. Und da habe ich dann auch gemerkt, also das ist wirklich ein Mensch, wo du öfter mit zusammen sein kannst. Und dann habe ich ja immer noch gezappelt und immer noch aufgeschoben und immer wieder gesagt, nee, aber irgendwann hat mich sein Charme dann doch rumgerissen. Ja gut, Frauen wollen halt erobert werden. Ja, die sagen immer nein und meinen ja, ist genau. Klar. Ich habe Doro und Frank kennengelernt über meine Kinder. Ich stand unter der Dusche und meine Kinder öffneten die Tür und schrien, hier unten steht eine Frau mit ihrem Sohn und die sprechen Deutsch. Dürfen wir die reinlassen? Thank you.
Dorothee ist 48 und lebt in Brüssel. Sie arbeitet als Lehrerin an der Europäischen Schule. Vor knapp 12 Jahren hat sie in Bielefeld ihren Mann Frank kennengelernt. Er war Schüler, sie Lehrerin an derselben Schule. Nach dem Abitur verliebten sie sich ineinander. Bin ich nach den Ferien, das war dann der nächste Schritt, sofort zu meinem Schulleiter gegangen. Und habe dem davon erzählt, weil ich dachte, es ist noch nicht ein Jahr her, dass Frank Abitur gemacht hat. Und wenn Leute irgendwie nicht gut drauf sind, dann vielleicht denken sie, ja, das war schon während der Schulzeit. Du warst Ende 30 und 7. Der Frank war 30, glaube ich. Anfang 20. 19. Am Anfang warst du 19. Ganz am Anfang, ja. 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 Wurde 20, genau. In ja, war schon ein bisschen ungewöhnlich. 18 Jahre Unterschied. Kann das gut gehen? Die beiden fanden ja. Frank trennte sich von seiner Freundin Dorothee von Mann und Haus. Ja, und der Altersunterschied war natürlich schon was, worüber wir uns Gedanken gemacht haben. Und es war insgesamt alles eine völlig aufregende Zeit. Wir sind völlig abgemagert, quasi, weil es stressig eben auch war, anstrengend. Und Nicht nur schön, aber auch schön. War auch gut, ja. Dorothee und Frank haben einen bunt gemischten Freundeskreis. Frank hat zu Ende studiert und arbeitet als Grafik- und Kommunikationsdesigner. Er ist heute der Jüngste, Dorothee die Älteste am Tisch. Doro wirkt sehr jung und auf der anderen Seite Frank sehr reif, ne, und weiß, was er will. Und von daher hat das von vornherein für mich so harmoniert, dass das für mich immer eine Sache war, die zusammengehört. Für die Freunde von Dorothee und Frank ist der Altersunterschied nichts Besonderes mehr. Sie haben sich längst daran gewöhnt. So ganz vorurteilsfrei ist aber auch die Runde in Brüssel nicht. Ja, wenn ich einen alten Mann sehe und eine extrem jüngere, gestylte, durchgesportelte Frau, fällt das schon extremer auf. Ja. Das kommt daher, dass die Mädels so jung sind, dass man dann diesen Vaterkomplex im Kopf hat. Mhm. Aber was ist denn dann das so jung? Frank war 19, das war ja auch ziemlich jung, ne? Ja, aber er hat keinen Vaterkomplex. Nee, aber Mutter vielleicht. Hat dich das gestört irgendwie oder gereizt, dass du wusstest, Doro ist jetzt 18 Jahre älter? Also natürlich war da in irgendeiner Form Reiz. Aber ja, also ich glaube, dass es der Reiz darin bestand, irgendwie letztendlich zu gucken, kann man das seriös zu einer Beziehung führen, so letztendlich. Ja. Aber das war nicht für mich irgendwie der ausschlaggebende Punkt, überhaupt diese Beziehung führen zu wollen. Zu Besuch in Bielefeld, der alten Heimat. Franks Freund Thomas ist hier geblieben. Er baut ein Haus und plant, eine Familie zu gründen. Als er damals erfuhr, dass Frank und Dorothee ein Paar sind, war er durchaus irritiert. Doro kannte ich ja nur als Lehrerin und da ist ein Unterschied zwischen Privat- und Lehrer-Schüler. Abgesehen davon hat eine Deutschlehrerin es bei mir sowieso schwer gehabt. Wahrscheinlich jede. Aber du warst ja auch wirklich mein Schüler, ne? Ja, genau. Mein Schüler. Also wie gesagt, Frank war Thomas wirklich ein halbes Jahr, nicht lang. Und als wir uns darüber unterhalten haben, war es ja auch so, dass ich meine Meinung dazu gesagt habe und mir das vielleicht auch nicht vorstellen konnte. Mhm. Ich glaube, für Frank ist es dann einfach ein bisschen einfacher, wenn man, sagen wir, keine Ahnung, Frank ist 30, 35 und dann geht das vielleicht nicht mehr so wunderschön. Mhm. Und dann kommst du in ein Alter, wo, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder wo man als schön konservativer Couch-Potato sich das anders vorstellt, was man dann noch macht mit dem Leben. Und Frank, Blüte seines Lebens, noch eine jüngere, 20 Jahre, komm her, ist alles drin. Und das denke ich, dass ich das so irgendwie mal angeschnitten habe. Ja, cool. Hättest du dich das getraut?
Oh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht in dieser Situation gewesen. Keine Ahnung. Das sind Volker und Martina. Volker ist Lkw-Fahrer, Martina Chefärztin. Kennengelernt haben sie sich auf einer Raststätte. Volkers Schwester hat die beiden zusammengebracht. Also Martina war bei mir zu Besuch und mein Bruder Volker sollte mir was abgeben. Martina und ich, wir waren hier drin und haben Kaffee getrunken, haben gewartet, bis er mit dem Lkw kam. Und dann bin ich raus und habe gesagt, dann komm doch mit rein, mach kurz Pause, trink einen Kaffee. Mit der blöden Martina, da habe ich sowieso keinen Bock und ich fahre dann gleich wieder. Also das ist nicht die, die du nicht leiden magst, eigentlich eine ganz nette. Dann kam Volker, hat mich auch gar nicht großartig angeguckt, hat sich hingesetzt und hat seinen Kaffee erstmal getrunken. Und wir haben geredet und gelacht und geredet. Und auf einmal hat er gesagt, oh, ich hol mal noch einen Kaffee. Eigentlich hätte ich 10 trinken können, wäre egal gewesen. Aber wir wollten eigentlich mit den Hunden spazieren gehen, aber das hat keinen Menschen mehr interessiert. Es war dann, gab dann irgendwie nur noch Volker und Martina und Kaffee. Ja. Ich habe immer nur gedacht, oh, der lacht so nett. Ach Gott, lacht der so nett. Und nochmal, oh je, lacht der so nett. Und ich habe gedacht, bitte, lass jetzt die Zeit ganz einfach stillstehen. Er hat sich nur für mich persönlich interessiert. Da war ja kein Außenrum und kein gar nichts und das fand ich extrem toll. Wow, das muss es sein. Ja, und dann, so hat es angefangen. Volker ist Lkw-Fahrer aus Leidenschaft. Zum Lkw-Fahren bin ich gekommen, bei uns im Haus. Wohnte jemand und der Mann war Lkw-Fahrer und der war für mich der König. Wenn der kam, ich musste immer unbedingt da reinsitzen, eine halbe Stunde oder so. Und dann hat er mir erzählt von seinen Reisen, so, das war der König. Martina hat erst Chemie studiert, bevor sie Ärztin wurde. Heute ist sie Chefärztin der Strahlenklinik in Saarbrücken. Die beiden sind seit 4 Jahren ein Paar. Volker arbeitet bei einer Spedition in der Schweiz und ist die Woche über unterwegs. Die beiden führen eine Wochenendbeziehung. Als Martina vor gut einem Jahr feierlich zur Chefärztin ernannt wurde, war Volker an ihrer Seite. Ja, bei mir war dann schon wieder der Gedanke, ich muss mich gut verkaufen, irgendwie. Und du kannst da nicht du sein, du musst da dann eine Rolle spielen. Und ich habe dann schon gedacht, hoffentlich spielst du deine Rolle gut. Aber ich denke, es ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Normalerweise ist die Frau an seiner Seite und da war es umgekehrt. Ist das komisch gewesen? Nee, das war an dem Tag, das hat keine Rolle gespielt. Also Volker war happy, wie gesagt. Und ich habe das auch in meiner Rede erwähnt. Also ich habe das durchaus thematisiert. Ich habe dann gesagt, eben normalerweise ist es genau so. Ja? Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und ich habe dann gesagt, aber es ist halt auch umgekehrt so. Hinter jeder starken Frau steht auch ein starker Mann. Sonst geht's nämlich nicht. Also da ist man schon sehr stolz. Da ist schon die Brust geschwollen, muss ich echt sagen. Das war gut. Und da ist auch schon so ein Schauer über den Rücken gelaufen. Winnie und Silvia. In den eigenen 4 Wänden fühlen sie sich wohl. Hier gibt es keine unangenehmen Blicke. Wenn sie ausgehen, ist das anders. Ah ja. Mit dem Größenunterschied, das ist irgendwie so richtig eingebrannt.
Das ist auch ganz schwierig, da zu verlieren oder wegzustecken oder drüber zu stehen. Ich weiß nicht, wie. Ich habe schon gesagt, jeder Psychologe würde sich an mir wahrscheinlich die Zähne ausbeißen. Vielleicht ist es erziehungstechnisch irgendwie falsch gelaufen, dass man da, dass das unnormal ist. Ich weiß es nicht. Also mir fällt es halt jeden Tag auf. Und das kann man ja auch nicht abstellen, außer ich würde kleiner und er würde größer. So gesehen jetzt, ne? Was wir ja beide nicht wollen. Das ist ja auch ein Thema, wo wir gar nicht drüber reden. Das käme auch nie in Frage. Du hast doch mal so einen Professor oder sowas. Ja, der hat mal gefragt, ne? Der Professor hat mal gefragt, ob der Winnie denn nicht größer gemacht werden soll. Und da war ich doch dann etwas empört, weil wenn ich meine Hosen bügel am Bügelbrett, dann muss ich in zwei Etappen machen. Und bei ihm kann ich das wunderbar in einem Rutsch. Das geht so toll und das macht dann richtig Spaß. Das würde man nicht machen. Der vergrößert Menschen. Mhm. Wie macht er das denn? Ja, der zieht die Knochen dann auseinander und wird dann dazwischen gebaut. Gruselig, ne? Nee, das wollen wir nicht. Würdest du auch einen kleineren Mann nehmen? Nee? Lieber einen größeren. Ah, einen größeren. Warum? Kann man sich eher so reinkuscheln, ne? Silvia hat einen eigenen Handarbeitsladen und ihre Mutter hilft ihr regelmäßig aus. Genau wie ihre Tochter hätte aber auch ihre Mutter sich niemals für einen kleineren Mann entschieden. Wenn ich ehrlich bin, nein. Nein, also da, das muss ich ehrlich sagen. Selbst gleich groß hatte ich schon früher Schwierigkeiten, wenn ich jemanden kennenlernte. Und also ich hätte es, glaube ich, nicht gebracht. Ihr werdet immer auffallen, hat die Mutter Silvia damals gesagt. Sie sollte Recht behalten. Wie distanzlos Menschen sein können, hat sie bei einer Schiffstour selbst erlebt. Silvia hatte beide Kinder an der Hand und Winnie ging hinterher und ich auch. Und da meinte eine Frau, als wir dahergingen, kannst du mir mal sagen, wie die beiden im Bett zurechtkommen? Aber richtig laut. Und dann dreht sich Silvia ganz rum, also richtig keck rum und sagt, ja, zeigt auf ihre beiden Kinder und sagt, ja, das sieht man ja wohl. Und da muss ich sagen, da habe ich gedacht, also das schafft sie, also mit dem Winnie auch weiterhin durchs Leben zu gehen. Also man wird jeden Tag wird man erinnert, dass ein Unterschied da ist. Da wird schon geredet und getuschelt, so hinterm Rücken. Und man kann diesen Unterschied einfach nicht so wegschieben, weil Menschen einen immer wieder daran erinnern. Er wollte das nie glauben. Ich habe immer gesagt, guck mal mit den Leuten, die uns entgegenkommen, guck sie mal an und beobachte die mal. Ne? Er hat immer gesagt, du spinnst, du redest dir das ein. Aber wie er dann mal selber drauf geachtet hat, ne, dann hat er schon gemerkt, ja, eigentlich hast du schon recht. Ne? Ich meine, letztendlich kann ich ja nicht hinter jedem herlaufen, dem eine scheuern. Das bringt ja sowieso nichts. Ist Quatsch, jeder empfindet das ja auch anders. Also vor allen Dingen, Frauen gucken da mehr drauf. Das fällt mir eigentlich immer wieder so auf, dass Frauen eher mal so gucken so und, oh, wo ist das denn? Weil die sind alle neidisch, weil sie nicht so schöne Beine haben. Winnie liebt Silvias lange Beine. Beim Einkaufen werden die allerdings schnell zum Problem. Was Silvia wirklich ungern macht, ist in einem normalen Kaufhaus Kleidung anprobieren. 1,92 Meter, zu groß für die neue Sommerkollektion. Stört mich schon. Aber ich werde sowieso jeden Tag ja an meine Größe erinnert. Wenn ich einkaufen gehe, wenn ich mir was kaufen möchte, man hat schon Probleme. Ne? Die Hosen sind zu kurz, die Ärmel sind zu kurz, der Spiegel hängt zu tief, die Betten sind zu klein. Also es sind ja nicht nur die Sachen, die so in der Beziehung dann eben anders sind. Das ist ja ungefähr dasselbe. Manche wäre wirklich länger, halt die doch mal so aneinander.
doch dasselbe. Nein, ist ja ein Zentimeter. Ja, das macht aber aus. Vielleicht die Fahrte hier vorne zu. Ja, das Problem ist, die hat immer Ärmellänge. Ja. Ist klar, es gibt natürlich Situationen, wo ich auch mal gerne größer wäre. Sie fällt in der Menge auf, ich eher weniger. Mich hat dann auch damals auch ehrlich gesagt so ein bisschen auch angesprochen. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Da ist meine Frau, da ist mein ganzer Stolz sozusagen. Nothing is perfect. Gut. Martin, du bist nicht artig, du bist großartig. Wenn Dorothee und Frank über den Markt in Brüssel schlendern, guckt kaum jemand. Was ist früher öfter passiert, aber ich denke, es ist in Bielefeld vielleicht auch was anderes als in Brüssel. Da gucken die Leute nicht so, oder ich weiß nicht. Aber manchmal ist das schon so, dass Leute eben denken, ich bin Franks Mutter. So Verkäufer in so Läden, wenn wir für Frank irgendwelche Klamotten kaufen oder so. Wir klären das eigentlich immer auf, weil wir das eigentlich besser finden. Auch irgendwie ist auch so diese Überlegung, man will ja was gegen dieses klischeehafte Denken tun. Und den Leuten ist es oft so unangenehm, dass sie einem schon fast leid tun. Weil sie dann denken, sie können jetzt nichts mehr verkaufen oder weiß der Henker, aber sie sind uns so nahe getreten oder was auch immer. Dorothee ist mittlerweile 48 Jahre alt, Frank 30. Ein Alter, in dem andere Männer darüber nachdenken, eine Familie zu gründen. Die Kinderfrage mussten die beiden schon zu Beginn klären. Das war ganz einfach zu entscheiden. Frank wollte keine Kinder. Ich habe gesagt, jetzt oder dann nicht mehr. Weil dann war klar, es ist für mich zu spät. Und er wollte nicht. Und dann, damit war das also absolut in Ordnung. Weil ich habe eigentlich auch keine Kinder gewollt. Und ich hätte aber, wenn er gesagt hätte, er will unbedingt Kinder haben, dann hätte ich schon gesagt, klar, dann müssen wir überlegen, was es für ein Modell gibt. Ich mag Kinder gerne, aber eigene Kinder, ich weiß nicht, das muss für mich nicht sein, überhaupt nicht irgendwie. Also ich mag das gerne, mit Kindern zu spielen und so weiter, aber ich bin auch immer gerne froh, wenn man die dann ihren Eltern wiedergeben kann. So. Und ob das früh ist, mit 19 das zu entscheiden, klar. Aber wann ist was zu früh zu entscheiden und wann ist es zu spät? Das weiß man immer erst hinterher. Also so gesehen, bisher bereue ich diese Entscheidung nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell ändern wird. Dorothee hat nicht nur ihrem Schulleiter, sondern auch ihren Eltern sofort von der Beziehung mit Frank erzählt. Wie reagiert eine Mutter, wenn die 37-jährige Tochter sagt, ich bin verliebt in einen 19-Jährigen? Also, das hat mir erstmal die Sprache verschlagen. Aber sofort wirbelten die Gedanken natürlich Richtung Sorgengedanken und ja, dann habe ich gesagt, Dorothee, das kann doch nur in Tränen und Herzeleid enden. Aber sagt sie, Mami, dann bin ich wenigstens ein paar Jahre glücklich gewesen. Natürlich hat man Zweifel, nicht? Man hat ja das Wohlbefinden des Kindes, unsere Älteste, nicht? Hat man im Auge gehabt. Und wir haben gesagt, na ja, ob das gut geht. Und dann kam der Frank eben dann und dann war das unser sechstes Kind. Ne? Ganz schnell ging das. Heute gehört Frank wie selbstverständlich dazu. Aber anfangs haben sich die Eltern schon Gedanken gemacht. Ist es ein Problem, dass Frank Schüler an Dorothees Schule war? Wenn aus einem Lehrer-Schüler-Verhältnis dann so ein Liebesverhältnis wird, dass das auch problematisch sein kann und dass das also unter Umständen ja auch rechtlich verfolgt wird. Aber sie hat uns sehr schnell oder direkt zu Beginn deutlich gemacht, dass es ja nicht ihr Schüler war, sondern er war nur Schüler an der Schule. Wir waren uns ganz sicher, ich bin sicher, dass mein Mann diese Gedanken auch hatte,
dass sie das schon richtig macht. Und dass wir uns einfach ruhig verhalten und sie machen lassen. Knapp 12 Jahre leben sie nun zusammen. Seit 8 Jahren sind sie verheiratet. Trotz aller Warnungen, warum sich eine ältere Frau besser nicht in einen jüngeren Mann verlieben sollte. Kann das funktionieren? Das funktioniert sowieso nicht. Das ist nicht normal. Die andere Konstellation, alter Mann, junge Frau, ist normal. Also, das heißt normal, aber eher salonfähig. So. Und man trennt sich nach einer Zeit. Der jüngere Mann findet eine jüngere Frau. Die ältere Frau bleibt mit gebrochenem Herzen zurück, weil so Klischee-Dinger eben. Ja. Ja, dass man so denkt, das ist, weiß nicht, Soap Opera-mäßig. So. Da muss ich dringend. So. Martina feiert heute ihren 45. Geburtstag. Gefeiert wird auf dem Reiterhof, wo sie Volker geheiratet hat. Mit viel Familie, ein paar Freunden und wenigen Kollegen. Volker war schon einmal verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter. Auch sie sind heute da. Eine neue Frau an Vaters Seite ist oft schwierig. Aber mit Martina ist es bei ihm nicht mehr so chaotisch, sagen sie. Was heißt das, nicht mehr so chaotisch? Guck mich nicht so an, das ist unfair. Man hat jetzt einen Platz, wo man besuchen kann. Wir wissen jetzt, dass er in Saarbrücken wohnt. Und, ja. Ein also es gab Zeiten, es war auch schon ja, anders. Es gab auch schon Frauen, mit denen meine Kinder nicht so ganz klar gekommen sind. Mehr oder weniger berechtigt. Aber jetzt ist alles im Lot, denke ich. Ja. Wie gesagt, Martina ist eine Frau, mit der man echt super klarkommt, mit ihr auch über alles reden kann. Und ich denke, das ist auch wichtig für die Kinder, dass man weiß, mein Papa ist eine Frau an der Seite, mit der wir quasi auch zurechtkommen. Klar sind wir zweitrangig ja in der Hinsicht, also was die Beziehung mit ihr angeht. Aber das harmoniert und funktioniert prima. Zu Beginn, als die beiden ein Paar wurden, war jedoch auch die Familie skeptisch. Besonders Volkers Mutter. Sie ist ja Chefärztin. Mein Volker ist Kraftfahrer, das wissen Sie. Aber er hat eine sehr gute Allgemeinbildung. Er kann sich mit jedem unterhalten. Er spricht auch 3 Sprachen. Ich habe nur gedacht, der Stand war mir zu weit für den Volker entfernt. Sie hat gesagt, ob ich denke, dass Martina meine Liga spielt. Und da war ich auch etwas ungehalten. Also ich glaube, dass du irgendwie ein Malheur hast. Weil du tust mir ein schlechtes Zeugnis ausstellen, wenn du sowas über deinen Sohn sagst. Und so. Dann brauchst du mit mir vorerst nicht mehr zu reden. Und dafür hat sie sich dann auch entschuldigt, muss man auch fairerweise sagen. Aber da warst du sie hat, ja, sie hat sich, ich denke, sie hat es nicht mal böse gemeint. Sie hat vielleicht auch gedacht, ob das dann auf Dauer eben Bestand haben kann. Aber es hat dich schon verletzt. Natürlich hat es mich verletzt. Um unangenehme Situationen zu vermeiden, sind die beiden jetzt eher zurückhaltend, wenn sie gefragt werden, was macht ihr beruflich? Wir sind irgendwo eingeladen auf eine Hochzeit oder irgendwas und die Leute kennen uns nicht so gut. Dann würden wir das auch nicht so direkt sagen, weil wir halt die Reaktion der Leute kennen. Und dann haben wir uns auf so eine Sprachweise geeinigt, dass wir sagen, also ich bin, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, sage ich, ich bin Arzt. Und der Volker sagt, und ich arbeite bei der Spedition, was ja auch stimmt. Volker ist immer noch gerne Lkw-Fahrer, aber selbstverständlich kennt auch er die Vorbehalte gegen Brummifahrer. Weil man eben denkt, dass eben die Leute schon dann mit dem Vorurteil leben, Kraftfahrer ist gleich Dummkopf.
manche sagen das offener, manche sagen das weniger offen. Die sagen, ja, was könnt ihr denn reden, also miteinander? Das haben wir gehört. Ja, über was könnt ihr denn miteinander reden? Und das ist was, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also wenn man Volker mich kennt, in unserer Familie war das nie ein Thema. Denen ist völlig klar, über was wir immer reden können. Und das finde ich verletzend. Das finde ich jetzt mehr verletzend gegenüber Volker. Ja, weil mir ja keiner unterstellt, dass ich nicht gebildet bin. Volker spricht mehrere Sprachen, hat länger in Italien gelebt. Trotzdem wird er ab und zu nicht für voll genommen. Das war auf der Hochzeit von seinen damaligen Vermietern. Da war eben er auch da. Wir haben uns unterhalten, was man so macht. Und da habe ich gesagt, ich wäre eben Fanfahrer, bin und hin und her. Und da hat er zu Martina gesagt, wie sie als Ärztin mit einem Nicht-Fanfahrer, sondern eben mit einem Nicht-Arzt zusammen sein kann. Da gibt es ja nichts zu erzählen. Man kann sich ja nicht austauschen. Und da habe ich gedacht, Mann, du hast nichts in der Birne. Vor 3 Jahren haben Volker und Martina geheiratet. Martina hat sich schon vor der Hochzeit Gedanken über die Wirkung der Fotos gemacht. Die Idee war also, dass wir die Pferde tauschen. Weil mein Pferd ist eben kleiner als ihrs. Und das ist eben für sie, hat es vielleicht ein bisschen blöd ausgesehen. Ja, weil ich dachte, dass, naja, was man Mann und Frau, und dann soll der Mann so ein bisschen groß nebendran sein an der Hochzeit und einfach sollte ein schönes Bild abgeben. Das ist auch so ein Klischee, ja, was man meint, auch erfüllen zu müssen oder was man meint, es wäre dann schöner. Also ich habe gesagt, wenn ich dich noch nicht lieben würde, dann würde ich es spätestens jetzt tun. Weil es ist, ich bin ich und ich weiß genau, wie gut ich bin, wie toll ich bin, wie stark ich bin. Ich brauche nicht dafür was drehen, ja, oder so tun als ob. Das ist ein schönes Kompliment. Ja, ist schön. Aber ich will sie ja auch nicht verbiegen. Silvia und Winnie gehen nicht allzu oft aus. Sie tanzen zwar ganz gern, aber niemals zusammen. Den klassischen Tanz mit ihr, das ist einfach schwierig oder das ist schon komisch. Sie mag es nicht und ist, sag ich mal, auch eine größere Frau zu führen, ist halt eben dann auch anstrengend. Das sind so Sachen, die funktionieren halt eben nicht so gut. Ne? Wenn wir zusammen tanzen, dann tanzen wir immer flotte Musik und rocken da richtig einen ab, aber so Walzer und so, nee, ganz selten. Weil ich mich da wirklich grundsätzlich beobachtet und unwohl bei fühle. Ich denke mal, als Frau ist man einfach immer so ein bisschen, man sucht so die Geborgenheit, ne, bei dem Partner auch, um sich so ein bisschen so mal einzukuscheln oder anzulehnen. Und das ist halt eben so ein bisschen schwierig, wenn man dann im ganzen Kopf größer ist, weil ich kann mich da nicht so reinkuscheln, da muss ich mich hinsetzen oder ne, aber also das ist so ein bisschen schwierig. Ich habe immer so die Beschützerrolle so ein bisschen. Habe ich das Gefühl? Habe ich zwar nicht. Wenn ich jetzt beschützt werden müsste, dann würde er wahrscheinlich in eine Bresche springen. Aber man hat einfach so das Gefühl, dass man, ja, man hat so was Kleines, was man so beschützen muss neben sich. Ne? Silvia und Winnie passen wunderbar zusammen. Das ist zu spüren, wenn man die beiden gemeinsam erlebt. Dass Silvia sich in der Gesellschaft immer wieder dafür rechtfertigen muss, kostet aber Kraft. Da braucht man viel Selbstbewusstsein und das ist natürlich auch so, weil wenn man dann bei anderen Frauen nachhakt, ob die das auch machen würden, so im ersten Moment sagen alle, fast alle, ja, würde ich machen, aber wenn man dann mal so ein bisschen tiefer geht und nachfragt, dann kommt das doch nicht für so viele in Frage, ne? Passt doch, ist gut. Glaubst du, dass der Größenunterschied irgendwas verändert hat in eurer Beziehung? Oder wäre das eigentlich auch egal, wenn sie wäre genauso groß wäre? Wäre das kein Unterschied? Ja, das kann ich jetzt nicht beschreiben. Klar wäre das dann anders. Da würde kein Mensch über unseren Film machen. Dann wäre das ja alles gar nicht so interessant. Und vielleicht ist auch das ein Punkt, warum uns das eher noch zusammenschweißt. Jetzt kommst du nicht mehr raus aus deinem Vier. 1, 2, 3, Silvia und Winnie versuchen, ihren Kindern beizubringen,
Äußerlichkeiten sind nicht so wichtig, wenn es passen soll mit einem Partner, geht es um etwas ganz anderes. Dass man einfach so den Menschen respektiert und akzeptiert, wie er ist. Das ist eigentlich die Lösung des Problems. Und wie gesagt, man muss immer auch so ein bisschen dran arbeiten. So, dann kriegt er morgens ein Zettelchen in eine Butterbrotdose. Und dann ruft er mittags manchmal an in der Pause. Hattest du heute einen guten Tag oder war es schlecht? Also dieses Gefühl dem anderen zu geben, ich interessiere mich für dich und für deine Probleme, finde ich unheimlich wichtig. Klingt ganz einfach. Aber gibt es bei Silvia und Winnie doch noch so etwas wie ein Geheimrezept? Humor, Toleranz. Nee, Toleranz, ja doch, Toleranz. Ne. Ja, also wie man im Sauerland eben tolerant ist. So lange. So lange, genau. Und ja, was macht man? Ja, man kann das, wie gesagt, das kann war man ja nicht beschreiben. Das erste Mal, wo wir uns gesehen haben, die Chemie hat sofort gepasst. Und weiß ich nicht, das kann man auch nicht beschreiben. Auf jeden Fall bin ich immer noch verliebt und immer noch happy. Und ich bin immer heilfroh, wenn ich nach Hause komme und sie ist zu Hause. Und wir freuen uns richtig aufeinander. Jeden Tag eigentlich, ne? Ja, das ist komisch. Und was war der Reiz für Dorothee? Was faszinierte eine Frau Ende 30 an einem 19-Jährigen? Passte deren Leben überhaupt zusammen? Ging sie mit in die Disco oder blieb er wegen ihr zu Hause? Der war mit 19 nicht wie andere mit 19 sind. Wobei ich nichts gegen 19-Jährige sagen möchte, nur dass die lächerlich oder doof sind oder so. Aber Frank ist zum Beispiel keiner, der die Nächte durchmacht. Oder Frank trinkt nicht, Frank raucht nicht, Frank hat nie geraucht, Frank hat nie getrunken. So, der ist so solide, irgendwie so ruhig und so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Aber das war nicht so, dass ich, das habe ich dann ja erst mit der Zeit gemerkt, dass ich ihn von seinen Discoabenden abhalte oder so, weil ich irgendwie zu müde bin oder gerade gearbeitet habe oder es im Kreuz habe oder so. So ist es irgendwie nicht gewesen und so ist es auch bis heute nicht. Das Alter, das sagen die beiden immer wieder, ist für sie nur eine Zahl. Dennoch machen sie sich hin und wieder Gedanken über Probleme, die es vielleicht erst in 20, 30 Jahren gibt. Wenn ich irgendwann alt und klapprig werde, dann müssen wir sehen. Ich bin ja immer so, ich sag zu Frank immer, er kann mich ruhig ins Altersheim abschieben. Aber darum will er nichts hören. Aber ich meine, man muss ja, ich weiß nicht, aber man kann es nicht ernsthaft, man kann es nicht ernsthaft erörtern oder so, weil es wird dann soweit, wird dann aktuell, wenn es soweit ist. Ich glaube nicht, dass ich das tun werde, aber ich weiß, dass sie so realistisch ist, wie sie halt nun mal ist. Und was sie damit sagen will, ist, dass wenn ich ihr der totale Klotz am Bein wäre, würde sie mir, also ich weiß nicht, ob sie mir das nicht übel nehmen würde, aber sie würde es verstehen, wenn sie dann in einem Altenheim wäre. Nicht, dass ich das will und nicht, dass ich das vorhabe. Aber ja, man weiß ja nie irgendwie. Die beiden mögen ihr Leben in Brüssel. Sie verbindet ihre große Leidenschaft, die Liebe zur Kunst. Man sagt ja manchmal so, als Frau wünscht man sich eine starke Schulter. Habe ich doch, ja. Wollte ich sagen, hast du die? Ja. 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 Was hast du für ein Gefühl, was für einen Mann würdest du beschreiben, hast du an deiner Seite? Den Besten. Also ich gehe leicht unter die Decke und bin unheimlich schnell aufgeregt und so. Und Frank lehnt sich erstmal zurück und lässt alles ganz langsam sich nochmal durch den Kopf gehen und ist immer ganz sicher in seinen Entscheidungen. Und von daher finde ich, ist das für mich ist das echt so jemand, da kann ich hingehen und dann und Frank holt mich dann ganz schnell wieder runter. Weißt du, was wir nochmal probieren, oder? Nee. Ich glaube, das, was ich manchmal an Ruhe habe, oder zu viel habe, sag ich mal, und was dann irgendwie dann ausgeglichen, also es ist wieder genau dieses Zusammenspiel, was irgendwie perfekt passt. All das, was ich bei mir zu wenig einschätze, finde ich irgendwie in Dürre. Und egal, was wir zusammen machen, es irgendwie
genial ist. Also für mich genau, genau richtig. Ihr beiden, Wochenende, das heißt für euch was? Das heißt für uns gemeinsam Spaß haben. Oder gemeinsam duschen im Freien. Und für uns ist das ganz schöne gemeinsame Zeit. Da kann man auch schön viel reden. Das ist ja auch ein bisschen wie eine andere Welt. Ja? Das ist sehr entspannt und es ist sehr, ja, wir sind da nur wir. Eine Sache war aber auch für Martina und Volker am Anfang schwierig. Das Thema Geld. Denn durch Martina ist finanziell mehr möglich. Manchmal ist es halt schwierig. Dadurch, dass ich mehr Geld verdiene, können wir uns auch mehr leisten. Und da müssen wir immer so sehr genau absprechen, wer gibt jetzt welchen Teil dazu, damit keine Unzufriedenheit auch auftaucht unter uns beiden oder auch kein Streit auftaucht. Ja? Weil ich dann sage, komm, wir müssen uns ja jetzt nicht beschränken, ja, bloß weil du weniger Geld hast. Zu Anfangs war es für mich sehr schwierig, wenn man zum Essen gegangen ist, dass sie will bezahlen. Nein, ich bezahle, wenn du bezahlst, bleibe ich zu Hause und so Dinge da. An so Macho-Gehabe, mehr oder weniger. Aber es hat sich gelegt. Und dann fahre ich zurück oder du? Ist doch deine Vespa. An den Wochenenden genießen sie ihre Zeit zu zweit. Und in der Woche geht es nicht, ohne dreimal täglich zu telefonieren. Ich habe den einfach mal so gehabt, ich bin da reingegangen, habe ihn aufgesetzt. Hin und wieder aber holen die gängigen Rollenklischees auch die beiden ein. Wichtig ist, so sagen sie, darüber ausgiebig zu reden und Verständnis füreinander zu haben. Es ist auch wichtig, nicht nur, dass Volker meinen Beruf toleriert und respektiert und oft dafür auch zurücksteckt, zeitlich zurücksteckt und sagt, ja gut, da musst du halt noch 2 Stunden bleiben und kommst halt später. Es ist auch umgekehrt so. Also ich respektiere seinen Beruf. Ich finde das ganz toll, was er macht. Und wenn er dann anruft und sagt, kann sein, wird heute Nacht 10, ist vielleicht morgen früh um 3. Das ist nie ein Problem für uns. Sitzt da nicht eben einer da und wartet auf den anderen. Das habe ich in anderen Beziehungen auch anders erlebt. Und das macht viel Stress. Nach dem Frühstück gibt es dann noch eine Überraschung für Martina. Volker ist mindestens so aufgeregt wie seine Frau. Ein kleiner Brief an dich. Martina findet es gut, zu Hause nicht immer die taffe Frau sein zu müssen. Ich habe nämlich keine Brille auf. Er stärkt mir den Rücken, aber in auch einer Art, wo er sagt, du kannst so sein, wie du bist. Du brauchst bei mir nicht irgendwie, ja, auch nicht, vielleicht auch manchmal nicht die ganz starke Frau sein. Ja, du kannst einfach mal lassen und ich mach das. Oh. Ein bisschen ungeschickt. Dass sie ein sehr ausgeglichener Mensch ist. Und dass ich mich immer. Also zu 100%, dass sie verlassen kann. Und sie ist eben ein lieber Mensch, ein harmonischer Mensch. Also es gibt eigentlich nichts, was ich nicht mag an ihr. Es ist eigentlich die perfekte Frau für mich.